Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück. Heute geht's ums Besticken, Behäkeln. Einfach so ein paar Grundstiche, so die gängigsten Sachen. Heute zeige ich euch wirklich ein paar ganz einfache und beim nächsten Mal noch ein paar andere. Letzte Woche kamen ja zwei Strickvideos hintereinander, weil das Teil 1 und Teil 2 waren. Und deshalb gibt es jetzt diese Woche auch Teil 1 und Teil 2 davon, also Dienstag und Freitag. Und nächste Woche ist es dann wieder im gewohnten Rhythmus. Also alles ganz easy. Also es gibt ja also gestickte Zierstiche. Die sind oftmals auch ähnlich mit einer Naht. Nur halt, dass sie nicht den Nutzen haben, etwas zusammenzuhalten, sondern sie sollen einfach nur schön ausschauen. Oder gut oder dekorativ, wie man es nennen mag. So, bisschen näher. Und das erste, was ich euch zeige, das kennt eigentlich jeder von euch, den Heftstich oder der wird auch Vorstich genannt. Ist ganz einfach. Ihr stecht einfach ein und dann immer im gleichmäßigen Abstand einstechen, wieder rauskommen. Einfach, dass ihr quasi abwechselnd den Faden seht oder auch nicht. Und je nachdem, wie das für euch einfach ist, macht ihr wirklich jede Einstichstelle einzeln. Könnt auch die Arbeit umdrehen, zum Gucken, wo ihr einstecht. So. Ihr könnt aber natürlich auch, wenn ihr da schon schneller seid, gleich zwei Löcher gleichzeitig einstechen. Dann sieht der Heftstich so aus. Ihr könnt den Heftstich jetzt natürlich noch zurückgehen, damit ihr komplett alles geschlossen habt. Dann stecht ihr einfach da, wo. Dann stecht ihr einfach hier ein und kommt hier wieder raus. Also genau andersrum, damit ihr dann natürlich den Faden auf den Stellen liegen habt, wo noch nichts ist. Also so kommen wir hier wieder raus und stechen wir beim anderen Faden wieder ein. So könnt ihr das dann auch wieder zurück machen. Also ganz einfach. Das ist natürlich einer der einfachsten Stiche. Kann aber auch wirklich schon eine gute Wirkung haben, wenn man wirklich gezielt und gut einsetzt. Also das ist je nachdem, wo ihr sowas hinmacht. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Auch etwas Einfaches kann wirklich toll und schön sein. So, jetzt muss ich mal den nächsten Faden einfädeln. So. Der nächste Stich ist der Steppstich oder eben auch Rückstich genannt. Der sieht dann im Prinzip auch so aus wie hier. Nur geht schneller, dass ihr nicht hin und wieder zurück machen müsst. Und zwar, ihr kommt raus. Der erste ist natürlich, ihr kommt raus und stecht wieder ein und kommt dann bei der nächsten Stelle gleich wieder raus. Also ich werde jetzt hier nicht jedes Loch immer einzeln machen, ich werde schon so machen, dass ich immer so die Nadel durch zwei Löcher gleichzeitig durchführe. Also ihr kommt so raus, bis dahin ist ja am Anfang wie beim Heftstich. Nur geht ihr dann zurück und stecht wieder hier ein, da wo ihr Vorrat schon eingestochen habt, stecht ein, kommt dann aber nicht wieder hier raus, wo ihr gerade rausgekommen seid, sondern schon am nächsten. Also hier. Und das, was ich euch hier zeige, mit dem Besticken, das ist bei einem Strickstück ganz genauso. Ihr seht ja die einzelnen Maschen. Die Abstände und wo ihr einstecht, sucht ihr euch sowieso selber raus. Das habe ich euch sowieso nicht zum Sagen. Ihr müsst halt immer darauf achten, dass die Abstände gleich und ordentlich sind. Ganz einfach. Dann funktioniert das beim Strickstück genauso wie beim Häkelstück. So, dann stechen wir wieder ein, wo wir gerade vorher eingestochen haben. Und kommen beim übernächsten wieder raus. Und so einfach ist die ganze Sache. So habt ihr diesen Stich, so habt ihr den Heftstich vorwärts und rückwärts gleich in einem. Ups. Na? Irgendwo hat es einen Faden weggenommen. Ja, das ist irgendwie, es gibt so Garne, ich finde die furchtbar, die dröseln sich so auf. Ich dachte eigentlich, die sind super für Videos, aber
manchmal doch ein bisschen ärgerlich, weil die sich zu leicht aufdröseln. Und dann bleibt man überall hängen. Ich sehe das auch manchmal, wenn ich damit etwas gehäkelt habe. Denke ich mir mal, ups, ja. Ich mag es gerne, es sieht auch toll aus, aber manchmal, pfuh. Also, wieder da einstechen, wo wir Vorrat eingestochen haben und beim übernächsten wieder raus. Und gucken, dass ihr es nicht zu fest anzieht. Ihr könnt es natürlich auch fest anziehen, dann müsst ihr aber alles gleich fest anziehen. Also, das ist wichtig. Das ist doch jetzt nicht der Ernst. Das hat doch gerade eben erst Kuckuck gemacht. Jetzt macht der Kuckuck gleich wieder. Also die Zeit, die rennt. Es war gerade eben erst halb. So. Dann kommen wir mal hier nochmal raus. Dann haben wir hier auch gleich eine ganze Reihe. Und ich zeige es euch gleich auch von der Rückseite. So. Hinten sieht das dann so aus. Da sind die Stiche natürlich länger. Und je nachdem, wie ihr natürlich einsticht, sehen die so aus oder so. Also so sieht das dann von hinten aus. Dann nehmen wir wieder einen neuen Faden. Ich fädel den mal schnell ein. Das könnte ein bisschen dauern und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Und zwar mit dem Stielstich. Übrigens, ich habe jetzt die Stiche von rechts nach links gearbeitet. Einfach, weil ich Rechtshänder bin, ganz einfach. Ihr könnt die natürlich auch von links nach rechts arbeiten. Beim Stielstich ist es auch so, das heißt, man soll ihn von links nach rechts ausführen. Ihr könnt ihn aber genauso von rechts nach, man soll ihn von links nach rechts ausführen. Ihr könnt ihn aber auch von rechts nach links ausführen. Also, es sieht halt dann anders aus. Beziehungsweise, es kommt immer darauf an, wie ihr es macht. Ich mache jetzt jeden Stich von rechts nach links, weil es einfach einfacher ist als Rechtshänder. Andersrum, ihr müsst einfach nur umdenken und das ist wirklich super einfach. Also, beim Stielstich, das ist dann eine schöne Linie und die kann auch beliebigen Formen quasi folgen. Also ihr müsst es nicht nur gerade machen. Und zwar, nehmt ihr das so, dass ihr den Stich gut quasi halbieren könnt. Also stecht jetzt nicht hier ein, da müsst ihr irgendwo mitten durch die Masche durchstechen, das ist ein bisschen doof. Also nehme ich jetzt hier zwei feste Maschen, stech nach zwei festen Maschen hier ein. Und komm dann nach einer Masche wieder raus. Dann steche ich in die Mitte vom ersten Stich ein, also in die Mitte von den zweien, steche ich ein und komme dann hier bei der nächsten wieder raus. So. Den Stich kennt ihr ja im Prinzip auch schon vom Zusammennähen. Dann stecht ihr hier wieder ein und kommt wieder, also hier in die Mitte vom letzten Stich wieder und kommt hier wieder aus der Mitte, hier im nächsten wieder raus. Und ihr müsst immer schauen, dass ihr immer gleich einstecht. Also ich steche jetzt von mir aus gesehen immer oberhalb ein. Also muss ich das auch so beibehalten. Ich steche wieder darüber ein, die Hälfte, und gehe wieder, komme wieder bei der nächsten raus. Und so könnt ihr immer weitermachen. Das ist die einfache Version. Es gibt aber auch noch eine etwas schwierigere, beziehungsweise, was heißt schwieriger, eine etwas andere Version. Die zeige ich euch jetzt. Jetzt muss ich bloß gucken, ich muss erst den Faden rausholen. Sonst passt nicht alles drauf, wie ich es haben will. Na,
Ah, ich habe aus Versehen durchgestochen. Passiert. Hinten ist es ja auch wurscht, wie es aussieht. Also, außer ihr wollt natürlich auf beiden Seiten irgendwie hübsch haben, falls man die eine Seite sehen könnte. So. Nochmal schnell einfädeln. Ihr stecht hier ein. Und wieder zwei Maschen, stecht ein und kommt dann gleich hier in der Mitte raus. Ihr geht nicht erst hier lang durch die nächste, sondern ihr kommt hier gleich in der Mitte raus. Zieh mal ein bisschen fest, so. Dann wieder zwei feste Maschen einstechen und dann wieder nach einer eine zurück und wieder rauskommen. Und auch immer gucken, wo kommt ihr raus? Wo seid ihr rausgekommen? Also oben oder unten? Ich komme jetzt wieder oben raus. Ihr könnt natürlich auch unten rauskommen. So. Dann wieder eins. Also eine, zwei feste Maschen, danach einstechen und eine feste Masche zurück. So könnt ihr das eben auch machen. Also es gibt zwei Varianten, wie ihr das machen könnt. Je nachdem, wie es euch taugt. Das sieht dann auch ein bisschen anders aus. Wieder eins, zwei, rein. Eine zurück und wieder rauskommen. Und den solltet ihr auch nicht zu locker nähen, weil sonst wirkt er nicht so ganz. Sonst, ihr seht, das sieht dann aus wie eine Kordel im Prinzip, wie eine Kordel, die da drauf liegt. Und wenn ihr nicht fest genug anzieht, also auch nicht zu fest natürlich, aber schon relativ fest, das ist immer schwierig zum Sagen, wie fest, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr das nicht fest genug anzieht, dann habt ihr dieses Aussehen nicht. Und dann sieht es aus wie so ein paar unordentliche, lockere Stiche, die halt da einfach, ja, umeinander schwirren. Und das soll ja nicht sein. So, ihr seht's. Ich muss sagen, der gefällt mir wirklich gut. Den könnt ihr auch von rechts nach links oder von links nach rechts machen natürlich. Das ist immer so. Also, ja, muss man manchmal nicht verstehen. So, jetzt steche ich mal nochmal hier ein. Und einmal. So, und das ist der nächste Stich gewesen. Dann, ich denke mal, Entschuldigung, den nächsten Stich kennt sowieso jeder von euch. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Den kennen, glaube ich, sogar die größten Anfänger unter uns. Genauso wie den Heftstich, den kennt ja auch jeder. Und zwar den Kreuzstich. Ich glaube, fast jeder hat bestimmt mit dem Kreuzstich schon mal in der Schule eine Stickarbeit gemacht. Oder viele. Da schaut ihr einfach auch, wo steche ich ein, wo komme ich raus. Und zwar, Moment. Also, ich muss ja dabei erklären. Könnt ihr auch wieder von rechts nach links oder von links nach rechts machen. Ich komme jetzt mal hier raus. Und zwar komme ich hier raus. Und das ist jetzt quasi
Dadurch, dass ich jetzt von rechts nach links arbeite, ist das hier der linke untere Schenkel, also der innere quasi, wo es dann weitergeht. Und jetzt gehe ich nach rechts außen. Einmal Shrek. Dann einmal gerade nach unten. Und dann wieder schräg nach oben. Und so mache ich mein Kreuz. Auch wieder gucken, dass ihr richtig sitzt überall. Dann wieder hier rauskommen. Dann rechts oben. Von rechts oben nach rechts unten. Und von rechts unten nach links oben. So. Wieder links unten. Ihr müsst halt gucken, wirklich gleichmäßig fest anziehen, weil ansonsten sind das schiefe Kreuzchen. Rechts oben. Von rechts oben nach rechts unten und dann nach links oben. So geht der Kreuzstich. Ich glaube, den kennt wirklich jeder von euch. Wieder links unten. Im Prinzip, in welcher Reihenfolge ihr den macht, ist auch wurscht, das Kreuzchen. Wenn ihr da quasi eine andere Stichtechnik habt, ja, dass ihr erst, keine Ahnung, rechts unten und dann links oben, völlig egal. Es geht hier eigentlich hauptsächlich um Inspirationen und nicht darum, wie ihr genau diese Naht jetzt machen müsst. Also absolut nicht. Ich schreibe euch garantiert nichts vor. Außer in meinen Anleitungen, weil da muss man ja nach Anleitung arbeiten. Aber es gibt bei vielen Techniken so viele verschiedene Arten, wie man es machen kann. Das ist ganz normal, dass sich da einiges unterscheidet. So. So sieht der Kreuzstich dann aus. Also auch wirklich schön einfach. Und geht eigentlich auch relativ schnell. Und damit lassen sich auch schöne Effekte und auch schöne kleinere Muster erzielen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mal wieder ein bisschen zum Sticken anfangen soll. Wer von euch stickt denn auch? Lasst mich das doch mal wissen. Wer von euch stickt und was stickt ihr? Also macht ihr dann Kissenbezüge, macht ihr Tischdecken? Was macht ihr denn da dann? Ich finde es eigentlich schon ganz schön. Mir hat es damals in der Schule auch echt Spaß gemacht. Und ich habe das auch zu Hause mal als Kind noch gemacht. Ich glaube, ich fange das mal wieder an. Stickrahmen hätte ich noch da. Sowas gibt man ja nicht her, ne? So, ihr Lieben. Jetzt sind wir rausgerutscht, halb so wild. So, das waren jetzt mal die ersten Stiche. Und wir sehen uns gleich noch zu den drei letzten Stichen. So, meine Lieben, machen wir weiter. Und zwar mit dem Kettenstich. Der Kettenstich sieht im Prinzip so aus, wie wenn ihr eigentlich Kettmaschen quasi oben drauf häkelt. Und zwar, jetzt schauen wir mal. Das ärgert mich, die Einstellung. Egal. Also, ihr kommt an einer Stelle raus, wo ihr anfangen wollt. Ziehen wir mal den Faden durch. Und stecht an der Stelle auch wieder ein. Dann habt ihr eine Schlaufe bzw. eine Schlinge, die zieht ihr ein bisschen fest. Und dann überlegt ihr euch, wo ihr wieder rauskommen wollt. Wie groß wollt ihr die haben? Ich komme jetzt gleich hinter der nächsten festen Masche mal raus. So. Und dann ziehe ich das ganz leicht fest, so dass es nicht zu fest ist, aber so, dass man es schön sieht. Und dann steche ich wieder da ein, wo ich gerade rauskam.
und schaut, dass ihr immer gleich einstecht. Also ich steche jetzt unter dem Faden quasi ein, der rauskommt, weil ansonsten, hier, wenn ich hier oben drüber einsteche, dann wird das irgendwann, dann habt ihr eine ganz verdrehte Optik. Dann sieht das total verdreht aus und das ist auch nicht schön. So, wieder ein bisschen anziehen und dann komme ich wieder nach einer festen Masche hier raus und ziehe es dann wieder an. Nicht zu fest. Schauen, dass so die Maschen circa immer gleich groß bleiben. Beziehungsweise die Schlaufen. Bei der ersten könnte es vielleicht ein bisschen schwierig werden, weil durch den Faden hier noch. So, dann steche ich da auch wieder ein, wo ich gerade rauskam, auch wieder unter dem Faden. So, dann komme ich wieder eine Masche weiter raus und ziehe wieder an. So lange, bis wir ungefähr dasselbe haben. Ihr könnt es natürlich auch ein bisschen lockerer zum Beispiel lassen. Also steche ich mal wieder ein und komme nach der nächsten Masche wieder raus. So. So. Die habe ich jetzt ein bisschen lockerer gelassen. Könnt auch noch mal ein bisschen. So. Und steche dann wieder ein. Und nach der nächsten Masche wieder raus. Und ziehe die Schlaufe an, aber eben ein bisschen lockerer. Seht ihr, dann sieht es auch wieder ein bisschen anders aus. So. Steche wieder ein. Und komme nach der nächsten Masche wieder raus. Wenn ihr fertig seid, stecht ihr auch wieder in dasselbe Loch ein, aber diesmal nicht in der Schlaufe, sondern nach der Schlaufe, damit ihr die fest quasi befestigen könnt. Dann ist die auch fest und die kann euch dann nicht mehr verloren gehen. Das wollte ich nicht, das wollte ich. So. Das wäre dann der Kettenstich, also nicht Kettstich, sondern Kettenstich. So. Dann hätten wir noch den Überwendlingsstich. Da hatten wir ja auch beim Zusammennähen die Überwendlingsnaht. Und der Überwendlingsstich ist im Prinzip gleich, nur dass ihr halt nichts zusammennäht. Ich gehe jetzt mal hier hin. Ihr stecht bei einer beliebigen Stelle ein. Also ich mache das immer so, ich komme immer von hinten raus. Ihr könnt natürlich auch von vorne nach hinten arbeiten bei solchen Nähten. Hier natürlich nicht, aber bei solchen Nähten wie der Überwendlingsnaht oder Überwendlingsstich könnt ihr von beiden Seiten. Ich komme halt immer gleich von hinten, damit der Faden schon auf der Rückseite ist. Na, wo kommen wir denn raus? Da. So. Ich komme hier raus und dann gehe ich einfach gleich wieder auf die Rückseite. Suche mir wieder was in einem passenden Abstand aus und ziehe einfach an. So. Gehe ich wieder hinter die Arbeit mit der Nadel, immer schön im gleichen Abstand und ziehe den Faden wieder an. Ihr könnt es natürlich auch schräger machen. Ich gehe mal wieder hinter die Arbeit und mache mal einen größeren Abstand. So. So geht das natürlich auch. Das ist je nachdem, also ihr könnt damit eine Kante umfassen, eine Kante verzieren. Je nachdem und mit dem Abstand könnt ihr natürlich variieren. Wenn ihr das relativ eng macht, dann habt ihr natürlich keine Lücken, dann habt ihr dies, dann sieht das natürlich ganz anders aus. So, und dann machen wir da gleich dazu. Dann gibt es ja noch den U-Stich.
Ich muss jetzt gerade überlegen, wie ich den da anschließen kann. Weil da muss ich eigentlich anders anfangen. Gehe ich mal da rein. So. Also ihr habt Ich habe jetzt den Überwendlingsstich gemacht und habe einfach durch die Schlaufe durch die Nadel gezogen. Dann haben wir schon mal den Anfang dafür. Als anderen Anfang, muss ich gerade überlegen, auf jeden Fall. Also wir machen jetzt erstmal hier weiter, dann zeige ich euch das nachher. Wir haben jetzt hier unseren Faden, dann stechen wir in die nächste Lücke ein, ihr macht euren Abstand. Und dann habt ihr hier wieder ja die Schlaufe und da geht ihr durch mit der Nadel, so. Und so könnt ihr eben auch eine Kante einfassen. Ihr könnt am besten so auch den Anfang machen eigentlich. Ah ja. Und wenn ihr, und ihr habt ja dann eigentlich hier hinten raus den Anfangsfaden. Also wenn das jetzt zum Beispiel der Anfangsfaden wäre, so sieht es dann nämlich auch am gleichmäßigsten aus. Weil den Anfang, den ich kenne, das sieht ja auch krumm und schief aus. Ihr nehmt hier einfach dann den Anfangsfaden, jetzt mal angenommen, das wäre der Anfangsfaden hier von dem U-Stich. Dann nehmt ihr den Anfangsfaden und geht einfach hier durch, durch diese erste Schlaufe. So. Und macht den wieder hinter die Arbeit und vernäht ihn. Dann habt ihr auch, habt ihr das richtig schön gleichmäßig. Also, ihr kommt hier oben raus beim U-Stich, stecht in dem Abstand ein, den ihr haben wollt. Und ihr habt hier die Schlinge vom Faden dann und da geht ihr mit der Nadel von hinten nach vorne durch. So sieht das Ganze dann aus. So. Jetzt gibt es noch eine Ziernaht, die ich euch heute zeige, dann war es das für heute, weil das wird, glaube ich, heute eh schon wieder ziemlich lang. Deshalb mache ich da auch zwei Teile draus. Und zwar einfach Maschen umwickeln. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen, ich komme jetzt hier raus. Na, nein, 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 ich will hier. So, ihr kommt zwischen den Maschen raus. Jetzt steche ich hinter der Masche ein, komme wieder vor der Masche gerade raus, wo ich gerade eh schon rausgekommen bin. Steche nochmal hinter der Masche ein, komme wieder da raus, wo ich gerade rausgekommen bin. Und schaut auch, dass ihr immer entweder immer an der gleichen Stelle rauskommt, also mit der Nadel. Also entweder überm Faden oder unterm Faden, weil ansonsten verdreht sich das auch. Dann habt ihr wieder kein gleichmäßiges Bild. So. Und das macht ihr je nachdem, wie hoch die Masche ist, 2, 3, 4 Mal oder auch mehr. So, so, und entweder könnt ihr dann hier rauskommen, es gibt auch zwei verschiedene Varianten, entweder könnt ihr hier rauskommen, bei diesen Varianten geht es jetzt auch, wenn ihr Lücken habt, ist das ein bisschen blöd, weil dann sieht man den Faden auf der Rückseite, deshalb, also wenn ihr ein dichtes Muster habt, dann geht es. Also entweder kommt ihr jetzt hier raus und stecht einfach nach der nächsten Masche ein, und kommt dann wieder hinter der Masche raus. Oder aber, wenn ihr hier eingestochen habt, kommt ihr gleich vor der nächsten Masche raus. So könnt ihr es auch machen. Und dann wieder hinter der Masche einstechen und vor der Masche rauskommen. Jetzt schaue ich, dass ich nicht zwischen dem Faden... So. Wieder einstechen. Und rauskommen. Wenn ihr da schön drauf achtet, immer auch über oder unter dem vorherigen Faden rauszukommen, dann bekommt ihr ein schönes, gleichmäßiges Bild. So. Gut, ihr Lieben. Ja, was? Spinnst du? Ja.
Gut, ihr Lieben, dann war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte es euch verständlich genug erklären. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren und beim Üben. Guckt mal bei den Links unten vorbei. Und denkt daran, das Giveaway läuft noch. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.